Ja, das nächste Heimspiel für Bochum. Die Frage natürlich, ob die 1:1-Serie fortgesetzt wird, die unterbrochen wurde mit dem 0:3 vor 3 Wochen gegen die Münchner Löwen. Dazu das 2:2 vor 2 Wochen auf dem Betzenberg. Für Bochum läuft es zwar, aber es reicht eben doch nicht für den ganz großen Sprung, zumal die Spiele im eigenen Stadion fast immer in Enttäuschung enden. Viele 1:1 bis zum 0:3 gegen die Löwen. Noch kein Heimsieg in dieser Saison. Deswegen heute eine Doppelspitze bestehend aus Šestak und die Rolle gegen den VfR, der selber unverändert mit der gleichen Elf ins Spiel geht wie vor 2 Wochen bei der Heimniederlage gegen den FSV Frankfurt. Bochum mit Tasaka, Terodde und Pertl, immerhin ein Terodde-Tor, mal wieder vor 2 Wochen in Kaiserslautern. Simon Terodde schon wieder am Ball. Gregoritsch! Erster Abschluss der Bochumer durch Michael Gregoritsch. Noch ohne Folgen gegen Bernhard im Tor, der Ahlener Daniel Bernhard. Trotz einer Genesung Jasmin Fesic ist er weiter im Kasten. Gelb danach gibt es für Gjasuda, der Mann im Mittelfeld der Ahlener, bereits früh mit Gelb belastet für den VfR. Leandro Grech nach 10 Minuten. Klaus ist das eigentlich auf der linken Seite, jetzt mal rechts für Andreas Ludwig im Doppelpass. Klaus und Grech, der Kapitän, als Hereingabe für Drexler und Gjasula. Der Tabellenletzte für den Bochum. Es geht weiter bergab für den VfL. Jetzt auch Ahlen mit dem 1:0 im Ruhrstadion durch Gjasula. Eine tolle Kombination des Stürmers Drexler und des zentralen Mittelfeldmannes Gjasula. Nach der Hereingabe von Grech kein Abseits, weil 3-4 Bochumer auf der Torlinie fast stehen bei Grech, den sie unzureichend attackiert haben. Und dann fehlen die Männer bei Gjasula, der zum Abschluss kommt. Jürgen Gjasula, ein wichtiger Treffer für den VfR. Typen waren gefordert vor 2 Wochen gegen Frankfurt. Jetzt sind sie da, die Männer, die vielleicht mal wieder Punkte holen für die Ostwald. Latzer. Die Antwort des VfL nach 20 Minuten. Tasaka und wieder Gregoritsch in den Strafraum abgegrätscht. Harter Einsatz. Kurz danach gibt es Gelb für Andreas Ludwig. Ahlen mit vollem Einsatz. Geht hart in die Zweikämpfe. Erst Gjasula, jetzt Andreas Ludwig, der hier zu ungestüm in den Zweikampf geht gegen Šestak. Halbe Stunde gespielt. Bochum mit Gregoritsch und dem nächsten Angriff Richtung Ahlener Tor. Lozia, Latza weiter nach links, Šestak, Latza und wieder Šestak! Die Chancen sind da für Bochum. Stanislav Šestak heute eben zusammen mit Terodde in der Startelf. Das war auf dem Betzenberg zuletzt anders. Da kam Šestak von der Bank. Jetzt sind beide zusammen auf dem Platz. Aber die Tore fehlen. Auch kurz vorm Ende der ersten Halbzeit. Nächster Angriff. Tasaka und Latza. Dani Latza. Klares Chancenplus für die Gastgeber aus Bochum. Aber der Abschluss noch zu ungenau. Weder Latza noch Terodde kaum in Aktion. Šestak mit der einen Chance. Aber zu wenig Offensive. Vor allem zu wenig Qualität vom Tor des Gegners. Außer ein Ballverlust von Falk. Schneller Angriff über Šestak. Bernhard ist gut zur Stelle. Rechtzeitig vor Šestak am Ball. Richtig gesehen vom Torwart. Zur Halbzeit in Bochum führt Ahlen 1:0. Überraschend allemal für den Tabellenletzten, der sich zuletzt sehr schwach gezeigt hat in der Bundesliga und bangen muss um den Klassenerhalt. Heute allerdings 3 Punkte mitnehmen würde aus Bochum, wenn es bei diesem Stand bleibt. Kurzer Wiederanpfiff. Die Gastgeber mit vielen Fehlern im Spielaufbau, Bochum immer wieder an der Mittellinie mit dem Ballgewinn, wie jetzt über Latza und Lozia. Tasaka sieht Terodde richtig starten, im richtigen Moment angespielt. Simon Terodde trifft wieder für Bochum. Inzwischen sammeln sich beim Mann in der Spitze der Bochumer die Tore. Bereits sein 10. Saisontreffer. Und das 1:1 in Bochum. Das Standardergebnis im Ruhrstadion, wenn nicht gegen 1860 gespielt wird. Sie haben immer getroffen. Mit Ausnahme im letzten Heimspiel gegen die Münchner Löwen. Aber sonst hat Bochum fast immer ein Tor in dieser Saison erzielt. Heute eben auch gegen Ahlen. Und das ist das ärgerliche Gegentor für den VfR. Weil Mockenhaupt und Bart Terodde im Strafraum zu viel Platz gewähren.
und dieser Mann mal wieder seine Qualitäten im Sturm zeigt. Inzwischen Tobias Weiß in der Partie für den VfL Tarsaka und Šestak. Nächster Angriff über Simon Terode Bernhard. Mit riesiger Aktion Daniel Bernhard. Seine Momente natürlich als Torwart, wenn er sich so zeigen kann wie hier gegen Simon Terode. Nächster Angriff, Šestak angespielt, Mockenhaupt zur Stelle. Diesmal da Ahlens Innenverteidiger Sascha Mockenhaupt. Stunde gespielt, der VfL mit deutlich mehr Ballbesitz. Der VfR sporadisch nach vorne. Feig Jasula im Strafraum. Jürgen Jasula, wenn überhaupt, Gefahr fast nur über den Torschützen des 1:0 über Jürgen Jasula. Bochum mit Losia jetzt inzwischen auf das 2:1 drängend, spielen klar besser. Das Foul von Jasula und es hat Konsequenzen für allen, denn der Torschütze muss runter. Jürgen Jasula sieht gelb-rot. Die frühe Gelbe nach dem Kung-Fu-Tritt gegen Tarsaka. Jetzt die Gelb-Rote nach dieser kleinen Nicklichkeit gegen Losia. Er nimmt es in Kauf, dass ein Gegenspieler zu Boden geht. Und es ist die gelbe Karte für Jasula, der auffälligste Aalener. Jetzt auch mit Platzverweis im Ruhrstadion. Und vor allem der Chance für Bochum, über den Standard ranzukommen, vielleicht ja in Führung zu gehen für den VfL. Wechsel bei Aalen. Corner kommt in die Partie und soll zusätzlich Irritationen stiften, stellt sich in die Mauer. Die Partie länger unterbrochen, der Standard muss lange verzögert werden, bis Colin Corner zur Stelle ist, um in der Mauer dabei zu sein für Aalen. Terracino inzwischen eingewechselt beim Standard. Šestak, Bernhard, keine Probe, viel Aufregung um nichts in Bochum. Corner gleich mal am Ball in der Bochumer Hälfte. Ofosu Aye, wieder Corner und wieder der Rechtsverteidiger. Ofosu Aye mit der Reingabe für Drexler Lute. Stand auch in der Kritik Andreas Lute. Gute Taten in Kaiserslautern und diese Parade gegen Aalen lässt ihn wieder etwas Selbstbewusstsein tanken im eigenen Stadion. Wurde ja belächelt bei seinen Patzern gegen die Münchner Löwen vor 3 Wochen hier im Ruhrstadion. Jetzt mit guter Tat. Wechsel nach bei Bochum. Ohne Bulut kommt die letzte Reaktion Peter Neururas auf ein fehlendes zweites Tor gegen dezimierte Aalener. Sie brauchen jetzt das 2:1. Dafür soll Bulut auch einen Teil tragen im Angriff der Bochumer. Celozzi ist das. Der Linksverteidiger jetzt mit sehr viel Platz gegen Ofosu Aye. Terode wartet. Šestak und Bulut. Erster Angriff durch Ono Bulut, gerade eingewechselt mit der ersten Chance, zeigt, warum Neururer ihn einsetzen will, hofft auf seine Joker-Qualitäten bei Ono Bulut. 3 Minuten später, inzwischen die letzten Minuten in Bochum, Tobias Weiß und Tarsaka. Daueroffensive jetzt, der Gastgeber in Überzahl, wieder Bulut. Der Mann zeigt, was er kann, ohne Bulut. Nächste Chance, zweiter Angriff durch eben jeden eingewechselten Mann der Bochumer. Die Nachspielzeit, nächster Angriff, Bulut und Šestak wieder am Strafraum. Kaum noch ein Zugriff der Aalener. Bochum darf frei kombinieren am 16er der Gäste. Šestak ist das, Weiß, Bulut in den Strafraum. Terracino, Weiß, abgelegt, Terode Bernhard. Der Schuss noch abgefälscht. Bochums Torwart ist zur Stelle. Celozzi nochmal nachgesetzt. Nochmal Bochum mit dem Angriff. Über Terode gegen Ofosu Aye. Weiß verlängert. Terracino sucht Šestak. Šestak Bernhard. Nächste gute Tat für den VfL. Immer noch nicht Schluss. Immer noch Angriffe der Bochumer. Celozzi ist das. Šestak nochmal. Celozzi. Terracino verpasst, danach ist Schluss. Aalen rettet sich zu einem Punktgewinn im Ruhrstadion. Insgesamt aber eine klar bessere zweite Halbzeit in Überzahl. Bochum drückend auf das Aalener Tor, hat es verpasst, das zweite Tor zu machen. So am Ende ein 1:1, mit dem gerade der VfR sehr gut leben kann, als Tabellenletzter in Bochum.